Dach. Ja, wir sind hier immer noch mit einer Angel unterwegs. Also unterwegs ist natürlich nicht ganz richtig. Wir wollten angeln. Unsere Bäume sind gewachsen. Das sehe ich gerade so. Ich wollte mir hier das Häuschen mal angucken. Das ist ja kein Häuschen. Es könnte ein Häuschen sein oder werden. Wenn wir das denn wollen. Deswegen möchte ich mir das angucken. Nicht, dass das jetzt schöner wäre. Ich probiere nur so ein bisschen rum. Und vielleicht entsteht dabei ja die Vision. Keine Ahnung. Von irgendwas. Das dann dort entstehen könnte. Da wird uns vermutlich keiner mehr behelligen. Wir haben da unten ausgeleuchtet und dann schwimmen die Viecher da auch nicht durch dieses Meerfenster raus. Das würde sich doch ganz nett machen. Hier so ein Hütchen, ne, was wirklich, wirklich kleines. So. Die Bäume, die dienen ja so als Materiallieferanten. Das ist jetzt nichts für Schmuck oder so. Ich denke, die werden wir auch abholzen. Vielleicht sollte ich auch mal diese Birke einpflanzen. Wir haben ja einen Birkensetzling haben wir. Und es macht sich gar nicht schlecht mit der Erde, obwohl das natürlich alles sehr gleichförmig aussieht hier. Andererseits, das ist jetzt nicht die Welt, was wir jetzt hier an Erde haben. Wir haben keine Erde eingelagert, ne? Das wäre ja irgendwie merkwürdig. Nee, wir haben Holz, Stein haben wir. Diorit, ja, ist okay. Kann man den auch polieren? Das werde ich mit einem nicht feststellen können. Mit vier Dingern kommen wir auch nicht weit. Wenn man das machen möchte, was ich gerade noch machen möchte. Vier Fackeln, aber wir haben ja hier noch ein bisschen Zeug. Zwei Granit. Wieso zwei? War da nicht eins übrig nach unserer Polier- und Bauaktion? Was wollte ich tun? Ach ja, hier. Das Ding, das ist mir dann noch eingefallen, das nennt sich Monument. Ich habe jetzt aber nicht nochmal nachgelesen, was es damit auf sich hat. Ne, also nicht realm Dingens, das ist ja was völlig anderes. Irgendein Mehrspieler-Abenteuer-Modus, weiß ich gar nicht. Ich glaube sogar kostenpflichtig auch. Also jetzt zusätzlich kostenpflichtig. Weiß ich aber nicht. Na, nicht auf mich hören. Egal, was ich erzähle, es stimmt vermutlich nicht. Aber das Ding heißt, glaube ich, unter Wasser oder unter, so weiß ich nicht, See, Monument. Also Monument jedenfalls, irgendwie sowas. So, und das da regt sich in mir der Verdacht, dass man da irgendwo hinkommen könnte. Das kann natürlich totaler Blödsinn sein. Also, es kann, nicht nur kann, es ist sogar wahrscheinlich, dass das Quark ist. Trotzdem, es ist schön, wie wir uns das haben hier zuwachsen lassen. Also wir. Na, ich weiß nicht, ob das schon aufgefallen ist, aber ich bin mir, glaube ich, mit mir darüber einig, dass ich hier so ein plurales Dingens benutzen möchte. Jetzt nicht zwingend Majestatis, obwohl das natürlich, ne, versteht sich von selbst, mehr so ein Gemeinschafts-Wir. Ich meine euch immer mit.
Und zwar, ich glaube deshalb, weil ich unterstelle, dass ihr euch hier mit diesem Männchen, was ja kein Männchen ist, hey, guck mal, das sieht doch fesch aus. Was macht denn das da? Identifiziert. Also so wie ich das natürlich auch tue, während ich das spiele. Ich schwimme hier in die Nacht hinaus, das ist doch irre. Guckt ihr das an? Da unten? Da sind wir raus und die Monster ja zuvor auch. Das Monumentteil sieht man gerade gar nicht von hier aus. Und mich interessiert, warum das hier so ist. Ich wollte gar nicht schwimmen. Ich wollte mich ja hinbauen. Aufs Geratewohl. Oder übel. Das ist albern, dass ich jetzt hier rausschwimme. Zumal ein Brot haben wir. Noch ein Mini-Inselchen. Da ist noch mehr Land. Ein bisschen Stein im Wasser, nichts. Guck mal da. Ein Baum. Ich hoffe, ihr seht das. Ich sehe mal in den Aufnahmen dann im Nachhinein, dass das alles ziemlich dunkel ist. Okay. Wäre jetzt spannend zu gucken, wie es in den anderen Richtungen aussieht. Ob das jetzt wirklich mit diesen helleren Flecken da unter Wasser zusammenhing. Wahrscheinlich ist das überhaupt nicht größer als unsere Insel, aber wir bauen uns dann gleich trotzdem dahin, bevor wir es uns angucken. Habt ihr das gesehen? Jetzt mal nicht die Orientierung verlieren. Also da, ne? Da wollen wir uns hinbauen. Da ist also noch mehr. Und jetzt versuchen wir uns um 180 Grad zu drehen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren kann. Da müssen wir zurück hin, hoffe ich. Ja, wir probieren das einfach mal. Aber was kann schon passieren? Irgendwann schläft mir der Daumen hier auf der Leertaste ein. Weil wenn nicht, dann so. Ich wollte ja eigentlich nur ein bisschen geangelt haben. Ich habe tatsächlich auch hier so einen Kaffee stehen. Ist das unsere Insel? Und wenn ja, warum bin ich dann so weit? Was ist das rechts? Ja, das ist unsere Insel mit den Fackeln. Sehr spannend. Da bin ich ja mal gespannt, wo wir uns dann hinbauen werden. Das ist ja. Wenn ich mich gerade ausbaue. Theoretisch dürfte da ja nichts schief gehen. Aber jetzt kommen wir halt von so ein bisschen rechts, jetzt von uns aus gesehen. Also. Ich baue einfach geradeaus und dann schauen wir mal. Naja, man sieht ja nichts. Diese komischen Schlieren vor den Augen. Was uns da drüben dann natürlich erwartet, ist eine ganz andere Frage, weil hier haben wir ja jetzt erstmal ein bisschen Ruhe, es sei denn, wir gehen da in den Untergrund und ja, ist gut. Erkunden dunkle Höhlenecken. Aber also jetzt Festland möchte ich noch nicht behaupten. Ist ja noch nicht klar, ob das wirklich Festland ist. Oder was anderes. Also nur eine weitere Insel.
ein Setzling. Also, wenn man eins dringend braucht hier, dann sind das Setzlinge. So. Ich meine, es ist nett, wenn das so zugewuchert ist, also rein optisch. Das kann man nicht so ganz so angenehm zum Rumlaufen. Habe ich das nicht eben schon weggemacht? So, ungefähr. Wo soll es denn hier losgehen? Das habe ich doch eben schon mal gemacht. Das lasse ich jetzt mal da. Da irgendwo. Ja, du kommst mal da weg. Ja, doch. Ich glaube. Ja, ob du mitkommst, das weiß ich jetzt nicht. Ob wir nur jemanden herholen für die Kuh. Hier so quasi. Okay. Muss ich jetzt lauter reden? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hört man nicht schlecht. Oder ich stelle nachher her. Warum? Ich wollte doch nur den Grundstein belegt haben, sozusagen. Ne, also Plan ist folgender. Wir machen das, bis wir irgendwo ankommen. Aber wir machen das nicht gänzlich kopflos, sondern wir sorgen dafür, dass uns dann auf diesem Zeugs hier auch nicht irgendwas spawnt. Das ist vielleicht ein bisschen, vielleicht sollte ich mich auf einen regelmäßigen Abstand der Fackeln einigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sagen wir mal 7. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs. Sieben. Ne, einfach um. Was weiß ich. Weil es so ist. Okay, die Kiste dient dazu. Vielleicht so wahnsinnig viel werden wir wahrscheinlich gar nicht brauchen, wie ich ursprünglich gedacht habe, aber ich habe gedacht, hier Kiste. Kiste Stein rein und dann braucht man halt auch nicht immer Zeug suchen. Ist jetzt wahnsinnig elegant, ist das nicht. Ne? Vielleicht haben wir irgendwann mal den Ehrgeiz, wenn das wirklich nicht allzu weit geht. Regnet es da nicht, weil da die Fackel ist? Seht ihr das? Ja. Jetzt habe ich noch eine Kiste. Brauchen wir erstmal, glaube ich, nicht. So, ohne Essen sollten wir nicht rübergehen, ohne ein bisschen Ausrüstung sollten wir nicht rübergehen, also sprich Schwert, vielleicht eins aus Eisen. Ohne Fackeln sollten wir nicht rübergehen. Na, ein bisschen was sollten wir schon mitnehmen, bevor wir in die neue Welt aufbrechen.